Die Klimakrise trifft vor allem die Ärmsten, die sich am wenigsten schützen können. Verantwortlich aber sind die Reichsten dieser Welt. Deutschland an vierter Stelle. Die Klimakrise ist die soziale Frage. Wir brauchen einen sozial- und ökologischen Umbau, eine gerechte Lebens- und Wirtschaftsweise. Ich erwarte, dass wir mit aller Kraft und in breiten Bündnissen dafür kämpfen. Gegen die Interessen der fossilen Industrie, gegen Angst und gegen Spaltung. Wir dürfen Klimaschutz nicht dem Markt überlassen und auch nicht der Bundesregierung.